Servus, Friends and Servus, Freunde und Fams. Wir sind jetzt hier oben an der Gahe Line. Die geht jetzt hier direkt los. Das ist eine blaue Line. Flowtrail, 4,5 Kilometer oder so. Und ich glaube, der geht dann da unten irgendwie ins Dorf. Wir sind jetzt kurz vor Liftschluss. Wir fahren jetzt nochmal runter. Und dann zeige ich euch das ganze Ding mal aus der First Person. Mit E-Bike. Und ja, mit geiler Bildqualität. Also, bis gleich. Nee, da kommt man durch. Die ist da eben auch durchgefahren, die eine. So. Ui. Hier muss man echt aufpassen, dass man nicht abhebt. Hui. Aber geil zum Pumpen auf jeden Fall. Ja. Echt mega fett gebaut. Ui, diese Kurve. Mega geiler Anlieger, junger Vater. Die Anlieger machen echt ultra Bock. Aber man muss echt aufpassen an manchen Stellen, dass man nicht beim ersten Mal unkontrolliert springt. Und dann geht es halt um die Kurve und du fliegst halt geradeaus weiter nach Sölden. Auch die ganzen Table sind richtig gut überrollbar, aber haben so ganz variierende Lips, die dich unterschiedlich stark kicken, sodass man sich hier wirklich ein bisschen dran probieren kann. Ich bin's. Also bis hierhin ist die Gahe Line auf jeden Fall in den Favorites, in den All-Time Favorites von Trails. Das macht echt so viel Bock hier. Wenn man hier mit einer gewissen Geschwindigkeit durchfährt, fliegt man automatisch. Das ist echt richtig mies. Oh. Aber das Pumpen ist so geil, das macht so Bock, Alter.
mega geil, jetzt auch wie heute Abend, wo nichts mehr los ist. Ui. Fuck, die war schlecht genommen. Ist auch so geil mit Eco-Modus auf dem Trail. Und dann aus der Kurve raus beschleunigen. Ah. Ich hab die Pickelbank dabei. Ah, geil. Wollen wir da noch anhalten, oder? Nein, wir können mega geil von der Landschaft hier. Boah, voll kalt hier auf einmal. Wegen dem Wasserfall. Mega geil, unfassbar schöner Trail. So, nach diesem traumhaften Trailabschnitt kommt jetzt hier der kurze Zubringer. Kurz links und rechts gucken. Nordshore-Elemente sind ja auch so unfassbar gut integriert und so schön gebaut einfach. Nicht einfach nur so dumme Holzbrücken irgendwo drüber, sondern immer noch so ein bisschen zum Pumpen drin. Ein kleiner Kicker drin und so. Das ist echt geil. Auch so ein bisschen vom Bremsen, ehrlich gesagt. Was die da für Anlieger gezimmert haben. Wie unglaublich viel Arbeit das gewesen sein muss.
Tag. Hi. Ui, der kickt. Oh, das ist hier voll Potsmirk im Feeling. Wollen wir hier nochmal hinsetzen? Ja, können wir machen. Das ist ein Wiesle. Das ist ein Wiesle. So, letztes Stück von der Garheline. Oh, Leonie schon so ultra begeistert. Oh, das ist der beste Trail, den ich je gefahren bin und so. Der war mies, die Kurven einfach. Boah, da wo es ein bisschen steiler wird, ist direkt auch ein bisschen bombed out. In die Kurven komme ich nicht so geil rein hier. Ah, fuck, ich fahre die, glaube ich, von zu weit unten einfach an. Pumpen! Pumpen!
Alter. Boah, das war eine geile Kurve. Ah, zu tief reingefahren. Fucking hell. War so mega witzig. Drei Jungs getroffen, die auch aus der Nähe von Stuttgart kommen. Beziehungsweise genau aus den Dörfern, wo wir auch aufgewachsen sind. Der eine spielt sogar Handball in Mundelsheim, wo ich aufgewachsen bin. Und so weiter. Mega witzig, ey, was für ein Zufall. Oh, fuck. Das war knapp, Alter. Fuck. Die haben mir auch den Tipp gegeben, aus der Feder vorne einfach mal noch ein bisschen Luft rauszulassen. Ich hatte die so eingestellt, wie Fox das empfiehlt. Aber mein Gott, da ich halt nicht so krasse Trails fahre, macht das vielleicht schon Sinn, da ein bisschen weniger Luft drauf zu haben einfach. Jetzt habe ich mal spontan ein bisschen Luft rausgelassen, ohne Messen oder so. Fühlt sich schon ein bisschen besser an. So, jetzt war tatsächlich mal der Gimbal-Akku leer. Ich hoffe, die letzten Aufnahmen waren jetzt noch was und sind nicht irgendwie in den Himmel gegangen. Ja, man fühlt sich jetzt hier schon viel konfidenter auf den Brake-Bumps. Nicht mehr so, dass man denkt, so fuck. Gleich fällt mein Fahrrad auseinander. Also jetzt, ich rede von der Feder und weniger Druck und so weiter. Boah, das enge Kurven hier. So, geil. Richtig, richtig toller Trail.
macht ultra Bock, voll cool. Und was war nochmal deine Aussage? Was ist das für ein Trail? Der beste Trail, den wir jemals gefahren sind. Genau, also ich glaube, das sagt alles. Und von daher, genau, wenn ihr Bock habt auf weitere Videos aus Sölden oder von sonst wo, dann abonnieren, Like da lassen, das hilft dem Algorithmus und mir folglich. Und ja, bis zum nächsten Mal. Hat mich gefreut.